Herzlich willkommen zum Teil 2 unserer Videoreihe Besser werden, aber wie heute mit dem Thema Wie funktioniert Lernen? Mein Name ist Domenico Schmidt, ich bin Leistungssportchefentwickler in der HGU und heute beschäftigen wir uns damit, wie Lernprozesse ablaufen, was man tun muss, um wirklich besser zu werden. Ja, Grundlage jeder Entwicklung ist eben die Fähigkeit, lernen zu können. Und bevor ich mich also mit Techniken oder Taktiken beschäftige und versuche mir das anzueignen, muss ich erstmal lernen, wie man wirklich lernt. Wie funktioniert das Lernen? Ja, wir haben jeder irgendwie Fahrradfahren gelernt oder Laufen gelernt. Beim Fahrradfahren ist es am eindrücklichsten vielleicht, denn zuerst mal probiert es man aus. Man wird draufgesetzt von seinen Eltern, entweder sie haben Kinder oder sie sind vielleicht noch, können sich daran erinnern, als sie selber Fahrradfahren gelernt haben. Sie setzen sich drauf und dann werden sie angeschubst und sie fahren los und nach 3 Metern fällt man in der Regel hin, weil man es noch nicht kann. Und man macht eben einen Fehler. Ja? Und was dann passiert, ist was ganz Entscheidendes, denn in diesem Stadium, wenn man etwas Neues lernt, dann werden diese Fehler erstmal gefeiert. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, Fehler feiern, wer feiert denn Fehler? Naja, also wenn Sie sich erinnern, wie das damals war, dann haben Sie Ihr Kind angeschoben und es ist umgefallen und das Fahrrad, was haben Sie getan? Naja, Sie haben nicht geschimpft, warum bist du jetzt umgefallen? Sie haben gesagt, Mensch, super, 3 Meter gefahren, ist ja ganz toll. Sie haben den Fehler gefeiert. Und dann ist es so, dass man von dem Fehler lernt. Das heißt, man setzt sich wieder drauf, man setzt sein Kind wieder auf das Fahrrad und sagt, Mensch, was musst du denn jetzt machen, um noch weiter zu fahren? Naja, ich muss eben mehr treten, genau. Und dann probiert man es erneut aus. Und dann probiert man es aus, dann fährt man weiter und man fährt vielleicht dann keine 3, sondern 6 Meter. Und nach 6 Metern fällt man wieder hin. Und dann geht das Ganze von vorne los. Man feiert wieder einen Fehler und sagt, Mensch, super, du bist ja 6 Meter gefahren, es ist ja super, ganz toll. Und man versucht, das Kind zu motivieren, damit es nochmal aufsteigt und eben weiterfährt. Ganz entscheidend in diesem Kreislauf aus Ausprobieren, Fehler machen, erneut probieren und eben besser werden, ganz entscheidend ist der Fehler, der passiert. Denn ohne diesen Fehler findet kein Lernen statt. Also die Fehler sind essentiell dafür, dass man besser wird. Lernen ist ein riskantes Unterfangen. Und warum Kinder so gerne oder so schnell lernen oder viel schneller lernen als wir Erwachsene? Naja, es ist einfach, sie gehen gerne Risiken ein. Sie gehen viel lieber Risiken ein, als wir das tun. Einfach deswegen, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Ja, wir wollen eben nicht mehr scheitern. Als Erwachsener haben wir die Erfahrung gemacht, dass das nicht gut für uns ist. Kinder produzieren aber eben auch in phänomenal schnellen Lernprozessen eine unglaublich große Anzahl von Fehlversuchen. Ja, und in diesem Lernprozess wird eben auch eine unglaubliche Anzahl von Lösungsversuchen ausprobiert. Und obwohl diese Lösungsversuche alle oder viele am Anfang nicht funktionieren, sinkt die Motivation bei den Kindern nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wird manchmal sogar eher größer. Also wenn Kinder anfangen zum Beispiel Bautürme zu bauen aus Klötzen und die fallen 5-mal um oder 6-mal oder 10-mal, dann spielt es gar keine Rolle, denn dieser Turm muss irgendwann mal stehen. Und Kinder lassen sich eben von diesen ganz vielen Fehlern nicht beirren, sondern machen immer weiter. Und diese Fähigkeit wird mit dem Alter eben durch Stigmatisierung von Fehlern in Erziehung und auch von Schule und auch von Sozialisation eben abtrainiert. Und das Angstmachen vor Fehlern und das Hervorheben von Erfolg ist eben eine Ursache dieser, wir würden sogar sagen, von dieser Fehlentwicklung. Ja, denn wir Erwachsene, wir haben viele Dinge einmal probiert und dann nie wieder, weil wir beim ersten Mal gescheitert sind. Und man könnte sagen, wir haben die kindliche Lust am Scheitern verloren. Und das ist etwas, was dazu führt, dass wir deutlich langsamer lernen, als Kinder lernen. Und naja, es ist eben, wenn man sich das anschaut, dann kann man sagen, es gibt in einer Grafik eine Lernfähigkeit, die geht von niedrig nach hoch und es gibt das Alter von Kind bis zum Erwachsenen und im Kindesalter ist eben die Lernfähigkeit sehr hoch, es werden viele Fehler gemacht, Fehler werden abgefeiert, es gibt viele Lösungsversuche und vielleicht werden sogar Situationen gesucht, in denen Fehler eben auch sogar passieren. Also wenn Kinder auf Bäume klettern, dann ist das ja schon eben auch sehr, sehr spannend und auch dort können natürlich Fehler passieren und Kinder suchen instinktiv auch diese Situation. Und dann passiert etwas, je älter wir werden, so eine Art Drift, ja, eine Verschiebung hin zu, es werden eben Fehler stigmatisiert, wir haben Angst vor Fehlern, wir schämen uns sogar, wenn Fehler passieren und wir vermeiden Situationen, in denen Fehler passieren. Und je weniger Fehler wir machen, desto weniger schnell lernen wir. Woher diese Verschiebung kommt, ist ganz spannend. In der Regel spricht man von 2 verschiedenen Komponenten. Das eine ist das Lob und das Feedback, also die Art und Weise, wie mit uns kommuniziert wird. Und der andere Teil ist unser Gehirn.
Und mit diesen beiden Teilen wollen wir uns in den nächsten beiden Videos auseinandersetzen.